Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute kochen wir gemeinsam Birnen, Bohnen und Speck. Viel Spaß! Wir fangen an, indem wir bei den Birnen die Blütenreste entfernen. Schneidet den Kasslerbauch in schöne Stücken. Er sollte nicht zu groß, aber auch nicht zu klein sein. Den Kasslerbauch mit Wasser bedecken. Jetzt wird die Zwiebel grob geschnitten und zu dem Kassler gegeben. Kocht jetzt das Ganze für 45 Minuten. Nehmt jetzt den Kassler raus. Die Brühe wird jetzt gewürzt mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Gebt die Bohnen sowie die Kartoffeln dazu und kocht das Ganze für 15 Minuten. Gebt jetzt die Birnen sowie auch wieder den Kasslerbauch dazu und kocht das Ganze für weitere 30 Minuten. Wenn ihr jetzt anrichten wollt und die Brühe ist euch noch nicht sämig genug, könnt ihr alles aus dem Topf nehmen und die Brühe mit Mehl oder mit Stärke andicken. Den Kassler könnt ihr jetzt in Scheiben schneiden und servieren oder als Stück. Garniert das Ganze noch mit etwas Petersilie und dann könnt ihr auch schon anfangen zu essen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich sehr über ein Abo eurerseits freuen. Wir sehen uns natürlich nächste Woche wieder. Euer Chris von Camper Kulinarik.